Audio-Post. Geklickt. Gehört. WLAN überall. Wie sicher sind deine Daten im Hotspot? Mobiles Internet? Gar kein Problem mehr. Es gibt doch fast überall irgendein WLAN, in das sich das Handy einwählt. Egal ob im Café, am Bahnhof, beim Shoppen oder im Hotel sowieso. Dazu kommen dann noch die Mobilfunkanbieter mit ihren Hotspots. Es ist schon verführerisch, das alles zu nutzen. Aber ist es auch sicher oder kann ich Vorsichtsmaßnahmen treffen? Ja, und das sollte ich auch tun. Wichtig ist es, die Festplatte zu verschlüsseln. So kann bei einem Diebstahl niemand an ihre Daten gelangen. Weiter gilt es, alle Updates zu installieren und mindestens ein 10-stelliges Kennwort zu verwenden. Das sagt Andreas Wiesler. Er ist IT-Experte und berät als Inhaber der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Für uns hat er wichtige Tipps für die Datensicherheit. Am besten verschlüssle ich gleich die ganze Festplatte und nicht nur einzelne Dateien. Bei Windows heißt diese Funktion BitLocker und bei Mac finde ich es unter dem Festplattendienstprogramm. Und wenn wir direkt zur Internetverbindung selbst kommen, wie finde ich denn heraus, wie hoch das Sicherheitsniveau des Netzes ist, mit dem ich mich verbinden könnte? Wenn ich mich mit einem Wireless-Netzwerk verbinde, wird mir nicht nur der Name des Netzwerks angezeigt, sondern auch die Art der Verschlüsselung. Und da muss ich darauf achten, dass ich nur WPA2 nutze oder das neuere WPA3. Wenn das Netzwerk nicht verschlüsselt ist, worauf sollte ich zu meinem Schutz achten? Das ist wie eine Postkarte zu verschicken. Jede Person, die die Karte in die Finger bekommt, kann den Text lesen. Daher gilt es, beim unverschlüsselten Surfen nur Seiten mit HTTPS aufzurufen. Und das E-Mail-Programm sollte so eingerichtet werden, dass auch hier eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut wird. Bedeutet also, ich kann das freie WLAN zum Daddeln nutzen, darf sensible Daten aber besser nicht aktiv öffnen? Ja, das ist absolut richtig. Gerade zum Beispiel in Hotels sollte ich große Aufmerksamkeit darauf legen, dass ich nur Seiten aufrufe, die verschlüsselt sind, also dass HTTPS vorne dran steht. Und lieber das Online-Banking später machen.